Leute, kurzes, aber wichtiges Update zum Bitcoin-Preis. 3 Tage voller Spannung und Volatilität liegen jetzt erst einmal hinter uns. Doch gestern kam es noch einmal zu einer großen Überraschung mit den neuen US-Arbeitsmarktzahlen. Im Anschluss der US-Dollar massivst aufgewertet. Gold, Silber, Euro, US-Dollar danach massivst gedumpt. Die traditionellen Märkte leicht am Korrigieren und Bitcoin und Ethereum, die halten sich sehr, sehr, sehr stabil. Was ist da los? Darüber werden wir jetzt detailliert in diesem Update-Video sprechen. Sämtliche Preislevel, die du brauchst, bekommst du selbstverständlich an die Hand und neue Shorts Setups im Silber, in Gold und in Euro-US-Dollar für dich parat. Alles, was du wissen musst, bekommst du in diesem Update. Falls dir gefällt, unbedingt den Like-Button smashen. Falls du neu hier bist auf der Crypto Wall Street, lass gerne das kostenlose Abo da und sei jeden Tag bestens informiert. Und diejenigen, die sich fragen, wo ich mich gerade rumtreibe, ich bin jetzt hier gerade in irgendeinem Stadtpark in Braunschweig. Wir haben heute eigentlich ein Punktspiel gehabt, ist ausgefallen. Wir haben jetzt ein Ersatzspiel gegen Braunschweig. Deswegen bin ich hier, aber ich wollte unbedingt euch noch dieses Update liefern. Deswegen lasst uns keine Zeit verschwenden, Freunde. Wir starten direkt rein. Content. Schauen wir uns einmal kurz an die Zahlen gestern. Mega Überraschung. Beschäftigung außerhalb der Landwirtschaft. Vorherig 260.000 prognostiziert. Ein Rückgang auf 185.000. Genau das, was die Federal Reserve eigentlich sehen wollte. Nichtsdestotrotz, schaut euch an. Über 517.000 Stellen wurden geschaffen. Nicht positiv zu bewerten für die Finanzmärkte, für die nächste Federal Reserve Zinsentscheidung. Denn damit haben sie weiterhin die Stellschraube und den Spielraum, die Zinsen weiter zu erhöhen. Sehr, sehr robuster Arbeitsmarkt. Wir wollten letzten Endes einen Rückgang sehen, um auch weiterhin davon ausgehen zu können, okay, die Zinswende wird irgendwann zeitnah eintreten. Das ist aber nicht der Fall, Leute. Sehr, sehr starker Arbeitsmarkt. Auch die Arbeitslosenquote weiter zurückgegangen. Jetzt muss man sich natürlich fragen, woran liegt das? Ist die Wirtschaft weiterhin so sehr stabil, so stark? Oder sind es tatsächlich, sage ich mal, Inflationseffekte, dass mehr und mehr Menschen darauf angewiesen sind, mehr und mehr Jobs gleichzeitig auszuführen in den USA? Ihr kennt selber die Lage in den USA, dass da einige Menschen wirklich mehrere Jobs gleichzeitig haben, auch schon in der Vergangenheit, doch jetzt sind sie viel, viel mehr noch darauf angewiesen. Nicht nur das, auch die durchschnittlichen Stundenlöhne sind überhalb der Prognose geblieben. Hier ist aber erst einmal hervorzuheben, wichtig, dass wir einen Rückgang sehen und somit diese Lohnpreisspirale, die aktuell im Raum steht, vielleicht doch nicht so stark werden wird und generell die Federal Reserve eventuell echt eine weiche Landung hinhauen. Wir haben darüber gesprochen, Freunde, wie sah die Erwartungshaltung für den nächsten Zinsentscheid im März aus. Daran hat sich nicht viel geändert. Wir gehen weiterhin davon aus, dass die Federal Reserve um 0,25% ihre Zinsen anheben würden. Doch im letzten Livestream am Mittwoch schauen wir uns einmal die Mai-Sitzung an. Da hat sich jetzt ordentlich was getan, Freunde. Zum Mittwoch standen wir noch hier mit der Erwartungshaltung über 50%, dass wir keine Zinserhöhung mehr sehen werden im Mai. Jetzt hat der Markt jedoch diese Zinserhöhung eingepreist. 48,2% gehen davon aus, dass wir noch einmal eine 0,25%ige Zinserhöhung auch im Mai sehen werden. Haben wir schon immer wieder drüber gesprochen. Mein klares Statement, ey, ich gehe davon aus, denn damit würden wir dann bei der Targetrate von 5,125% liegen, was die Fed vorgegeben hat. Und das ist jetzt passiert, Freunde. Das ist eingepreist worden. Und jetzt schauen wir uns einmal kurz dazu die Charts an. Ich habe es eben darüber gesprochen, der DXY massivst durch die Decke gegangen. Am Mittwoch noch Leute darüber gesprochen, Mo, vorsichtig, der Support bei 101,268, der hält nicht, der ist durchgerauscht. Der DXY wird weiter entwertet, also der US-Dollar wird weiter fallen. Doch wir wissen, wo das Level aktuell ist, wo wir gerade drin stehen, nämlich im Gesamtkorrekturlevel dieser letzten gesamten Aufwärtsbewegung. Ziellevelerreichung, danach der Markt absolute Legitimität, erst einmal zu korrigieren. Und wenn wir in diese Regionen ankommen, Freunde, bei 101,578, klares Statement meinerseits, ich erwarte erst einmal wieder eine Aufwertung des US-Dollars. Genau das ist jetzt passiert. Und was haben wir damit ebenfalls gesehen? Schauen wir uns kurz den Euro-US-Dollar an. Boom. Erst einmal gedroppt, gedumpt. Auch aus interessanten Regionen, auch drüber gesprochen. Short-Regionen starten bei 109 oder 1,09506 und der Markt ist kurzzeitig reingestochen. Es kam zum Dip und hier können wir tatsächlich jetzt auch traden. Wir haben einen Bruch in der Marktstruktur. Wir haben das letzte Low hier herausgenommen und von daher aktuelles Short-Level für den Euro-US-Dollar 1,09. 9131 hoch bis 1,09531. Machen wir weiter direkt mit Gold. Ähnliches Prinzip, auch hier Bruch in der Marktstruktur. Wir stehen in übelst hohen Regionen. Der Markt anfällig für Korrekturen. Wenn er uns irgendwas liefert, bärisches, dann können wir es nutzen. Genauso ist es auch hier. Das Low herausgenommen, Bruch in der Marktstruktur und daher auch aktualisiertes Short-Level für euch in Gold. 1910 hoch bis 1926. Last but not least Silber. Und dann schauen wir uns mal an, was Bitcoin und Ethereum
im Umkehrschluss da gemacht haben. Ähnliches Prinzip auch hier in Silber. Wir stehen auch hier in Short-Region, Ziellevel erreicht, Bärenlevel erreicht, short-orientiert sein, wenn der Markt uns was gibt. Genauso wie jetzt, Low-Ebene geklärt, neue Lows reingemeißelt. Wir haben eine hohe Wahrscheinlichkeit, dass unser nächstes Short-Level greift, welches liegt bei 23,464 hoch bis 23,863. Das wäre es jetzt soweit erst einmal zu diesen Märkten. Schauen wir uns jetzt kurz einmal Bitcoin an, denn hier gibt es interessante Dinge zu beobachten. Bitcoin, schaut es euch an. Kaum Volatilität, kaum Bewegung, obwohl der US-Dollar massiv gestärkt ist. Und Freunde, was ist das für mich für ein Hinweis? Das tritt eigentlich nur in Zeiten auf, wo wir eine Entkopplung sehen. Und das tritt in Zeiten auf, wo wir in einen potenziellen neuen Bullrun starten. Lasst mich gerne einmal wissen in den Kommentaren, wie ihr das seht. Diese Entkopplung zwischen dem US-Dollar und dem Bitcoin-Preis aktuell, denn die negative Korrelation sollte bekannt sein. US-Dollar steigt, Bitcoin, Ethereum und Co. sollten dampfen. Das haben wir nicht gesehen. Die halten sich sehr, sehr stabil. Schauen wir uns das aber jetzt einmal nochmal kurz genauer an. Wie geht es weiter überhaupt für Bitcoin? Wie kann es weitergehen? Wir befinden uns weiterhin in den untergeordneten Strukturen. Falls du eine übergeordnete Analyse brauchst, schau die letzten Videos oder den Livestream von gestern auch noch einmal an. Wir haben die Ziellevel hier untergeordnet erreicht bei knapp 24.084 US-Dollar. Danach eine Korrektur möglich bis hin zu den nächsten Bullenleveln. Die liegen bei 23.379 runter bis 23.082 und da stehen wir auch aktuell noch drin. Gestern klare Ansage, aber auch, wir haben hier untergeordnet in Orange, ihr seht es, bärische Strukturen aktiviert, noch nicht ins Ziellevel getragen und von daher sollte der Markt kurzzeitig erholen, ist das Level für die Bären, was halten muss, um den Markt weiter runter zu drücken. 23.688, was hat der Markt gemacht? Kurzzeitig einmal reingestochen in dieses Level und wurde erst einmal rejected. Diese Ziellevel liegen bei knapp unter 23.000 US-Dollar, Leute. Und hier wird dieser Kampf zwischen Bullen und Bären sehr, sehr schön ersichtlich in den untergeordneten Timeframes. Denn wir stehen aktuell an einem Bullenlevel oder in einem Bullenlevel und knapp unterhalb eines Bärenlevels. Die nächsten übergeordneten interessanten Level sind jetzt natürlich erstens im Weekly der 200er SMA bei 24.836 US-Dollar. Hier sollten wir in diese Regionen hochklettern, die Bullen sich weiter durchsetzen, orientiere ich mich ganz klar short, denn ebenfalls liegt auch hier noch das letzte High bei knapp 25.232 US-Dollar, was für mich höchst interessante Short-Regionen sind. Und ebenfalls kommt da jetzt auch noch rein der 50er SMA im Wochenchart hier in grün, Leute. Und von daher diese Region, die ihr hier seht, höchst interessant für einen Short aus meiner Sicht. Was ist da ebenfalls noch? Nämlich nicht nur diese Level. Wir reden immer wieder über die Liquidationslevel. Und ihr seht es, Freunde, diese Liquidität bei knapp über 25.000, exakt bei 25.200 US-Dollar, ist ein interessantes Liquiditätslevel. Nach unten hin müssen wir natürlich auch auf dem Schirm haben, die nächsten Level, die nächsten Liquiditätszonen, die liegen bei knapp über 22.000. 22.200, 22.300, schauen wir uns das einmal nach unten hin an, gehen wir in die untergeordneten Timeframes, machen die SMAs einmal wieder aus, gehen in den 4-Stunden-Chart, da sehen wir jetzt gleich, das ist einfach eine wunderschöne Low-Ebene hier in Bitcoin bei 22.300 US-Dollar gibt. Gib mir kurz eine Sekunde, der Chart möchte jetzt gerade aktuell nicht lagen, in diesem Fall Braunschweig, Funkloch, er macht nichts, Leute, it is what it is, wir müssen uns kurz gedulden. Switchen wir kurz einmal die Charts und sind wieder im Bitcoin-Chart. Perfekt. Mobiles Netz. Danke Vodafone an dieser Stelle. Also, schauen wir uns das einmal an. Genau diese Low-Ebene meine ich. Diese grüne Linie, Leute, starten bei knapp 22.534 US-Dollar runter bis 22.300 US-Dollar. Hier liegt massivst viel Liquidität. Sollten wir hier reinstechen, wird es interessant für die Market Maker, auch hier erst einmal ihre Position zu füllen und dann nach oben wieder diesen Bounce zu sehen. Von daher untergeordnet, was aus Bullensicht nicht passieren darf, ist dieses Level zu brechen, die Ziellevel zu erreichen, denn dann wird es wieder interessant für die Bären. Aktuell die Bullen noch am längeren Hebel, doch sollten wir dieses Price Movement sehen, müssen wir davon ausgehen, dass die untergeordneten Bärenlevel wieder greifen und wir das Ding auch shorten können. Springen wir jetzt einmal noch mal kurz ins langfristige Kauflevel und auch kurzfristige Longlevel meinerseits. 19.881 runter bis 18.379. Daran hat sich nichts geändert. Springen wir jetzt auch noch mal kurz rüber zu Ethereum. Statuieren das Gleiche. Auch hier befinden wir uns noch in Short-Region. Das Level bei 1714 US-Dollar. Erst einmal gehalten. 66,7er. Klare Ansage war hier. Das ist das letzte Short-Level, was wir so übergeordnet nutzen können. Denn jetzt
haben wir soweit untergeordnet eine ähnliche Struktur wie in Bitcoin, außer dass wir nicht diese internen bärischen Strukturen haben. Wir haben die Ziellevel erreicht, danach eine Korrektur legitim, wohin bis zu unserem Bullenlevel 1624. Der Markt reagiert erst einmal positiv heraus und hier in Ethereum kann wirklich etwas Großes passieren, Freunde. Gehen wir einmal in die übergeordneten Charts, nämlich ein massives Reversal, wo wir ebenfalls schon drüber gesprochen haben. Wir stehen aktuell noch bei dem letzten High. Nächste Marke, sollte das nach oben hin gebrochen werden, 1800 US-Dollar und dann das letzte Quäntchen, was uns noch fehlt vor einem Major Breakout, ist die 2035 US-Dollar Marke. Ansonsten natürlich sollte dieses Bullenlevel jetzt untergeordnet nicht mehr halten, müssen wir uns auch hier wieder auf untergeordnete bärische Szenarien fokussieren. Also sollten wir dieses Price Movement sehen, dann wird jedes Short Level untergeordnet wieder interessant. Langfristig und kurzfristiges Long Level meinerseits 1385 US-Dollar runter bis 1280 US-Dollar in Ethereum. Also Leute, das sollte es soweit erst einmal gewesen sein. Ihr seid bestens vorbereitet. Sämtliche Level, die ihr braucht, habt ihr an die Hand bekommen. Falls dennoch irgendwelche Fragen offen sind, schreibt sie mir gerne in die Kommentare. Falls dir das Video gefallen hat, unbedingt eine positive Bewertung dalassen. Und falls du neu hier bist auf der Crypto Wall Street, lass gerne das kostenlose Abo da und sei jeden Tag bestens vorbereitet. Und für mich, Leute, geht's jetzt direkt zum Fußball. Ich muss weiter los. Wünscht mir Glück. Wir hören uns, wir sehen uns. Bis dahin. Ciao, ciao.